Wieder lang, da lang? Mussten wir die da lang? Ne, wir wollen ja nicht zum Bunker. Ja, aber dahinter, ne? Einfach mal ein Stück hier reinlaufen. Ja. Hallo, ihr Lieben. Hi, hi. Sind wir wieder. Fragen mitgebracht. Wir sind hier falsch, wir hätten nach vorne abbiegen müssen. Warum? Gehen wir hier lang? Wir sind falsch. Wo willst du hin? Ja, irgendwo. Ja, siehst du, dann sind wir auch nicht falsch. Richtig, stimmt auch wieder. Ja, irgendwo hin wollen, sind wir nie falsch. Dann gehen wir auch mal hier lang, oder? Wir gehen schon wieder direkt auf den Bunker zu. Ja? Zeig ich dir. Ich sehe doch den Eingang schon wieder. Naja, siehst du. Ja, da ist ein Eingang, ja. Ey, wie easy, ne? Und wir sind hier mal 2 Stunden durch den Wald gerannt. Ja. Alter Schwede. Wir hätten es einfach. Jetzt, wenn wir nicht mehr suchen. Finden mal 5000 Eingänge vom Bunker. Ja. Unglaublich. Ja. Dann gehen wir dahinter, wa? Ja, wir gehen auf die Seite. Ja, genau. Hier ist ja das, was die wieder so zugemacht hatten. Ne? Ja. Eiern wir uns mal hier irgendwie durch. Hier lang oder da lang? Da lang? Ja. Ein Bautzen. Ein Schnuffi-Hund. Sind wir auf einer Babylichtung? Ja. Ja, würde ich sagen, mal, gucken wir mal, vielleicht finden wir die Platte vom letzten Mal wieder. Sicher, dein ist echt? Oder wollen wir hier? Auf der Lichtung. Ja, hier geht es jetzt ja nicht weiter, ne? Ja, nicht wirklich irgendwie. Hm? Da lang? Und hier ist vielleicht eine Bürge. Ja, ich weiß. Ich hab gerade was angefliegt.
Geh mal hier links. Hm? Hier. Da ist Zaun. Willst du da rüber? Das ist doch kein Zaun mehr dran. Ja, aber halt geäst und Schwimmen. Pass auf, da ist ein Loch. Da hinten ist der Deckel. Hä? Da hinten ist der Deckel. Ja? Ja. Oh, hier ist schön weich, wa? Ja. Oh, wie auf dem Tipp. Hier war das letzte Mal, wo ich gesagt habe, da ist was gewesen, so, weißt du? Ja. Irgendwo ein Specht. Ja. Ich sehe ihn direkt. Komm ja? Mal hier runter. Komm mal runter. Siehst du dir oben an dem Baum? Ich höre nur. Den siehst du voll wieder. Ach, da sehe ich den. Ist voll beschäftigt, der Kerl. Sieht man den? Weiß ich nicht, ich sehe es hier nicht gerade. Ich glaube, der ist ein Stück weiter oben sogar. Noch weiter oben geht er, ne? Doch, da ist er. Was siehst du? Da. Ah. Sieht man, wie er sich bewegt. Hackt da dran rum. Ja, der macht gerade Mittag. Wir können auch noch mal kurz, lass ihn mal noch ein bisschen hauen, hacken da, sobald, wenn wir nämlich jetzt da drunter sitzen, dann haut er ab. Ja. Auch wieder ein Loch. Mhm. Ja, lass uns da reingehen. Ja, guck mal in die Richtung da, wo es so dunkel ist. Da, wo du so hinguckst. Was ist da? Irgendein ganz, ganz großes Tier. Tier? Ja, der kommt. Das ist irgendein großer Vogel. Alter, was ist das? Huhn? Nein, Eichhörnchen. Noch ein Eichhörnchen da. Die rennen gerade hier rüber. Siehst du die Bewegung? Ja, ich sehe die Bewegung. Ich weiß nicht, ob ich aufs Kamera hab. Ja, eventuell, wenn du die Richtung hast, dann hast du vielleicht drauf. Aber die sind ziemlich weit hinten. Habe ich direkt gehört. Ich denke mir so, hä, läuft da jemand? Und dann habe ich aber hier oben in den Baumwipfeln diese riesen Bewegung gesehen. Dachte ich mir so, was ist das für ein Vogel? Es war kein Vogel, es war ein Eichelhörnchen. Ja, die sind da voll von einem Ding zum anderen gehüpft. Ja, die können das. So wie wir hier unten den Weg nutzen, nutzen die Wege da oben. Ja. So, und schon, wir haben mal wieder Natur. Also, ja. Ja, die kamen da irgendwo. Aha. Raus. Die haben uns bestimmt oft gehört und haben sich gedacht, nee. Hier noch ein Loch, guck mal. Alter, hier sind nur Löcher. Total tief, ne? Also gut, es sind jetzt 2 Meter, 3 Meter vielleicht, aber trotzdem saugefährlich. Ja, mitten hier im Wald, wenn du hier im Dunkeln ohne Taschenlampe, ja. Das
ist schon krass. Das ist schon. Das gehört eigentlich richtig abgesperrt. Ja, hier sind ja vereinzelt mal ein Zaun, aber. Ja, aber gerade weil da drüben ist die Schule ja, und alles. Genau, ist aber runtergetrampelt hier alles. Und wenn Kinder zum Beispiel von der Schule heimgehen, dass die manchmal auch mal einen Abstecher im Wald natürlich, machen, ne? Das kannst du aber wissen. Ja, dann wundert ich meine, wir waren ja alle mal jung, ne? Wir wissen ja, wie das ist. Warum die nicht zum Mittagessen kommen, wenn die irgendwo in so einem Loch stecken? Ja. Ja, vor allem, wenn du ja, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahre alt bist, dann ne, bist du ja vielleicht noch nie so groß, ja. Kommst du ja aus eigener Kraft teilweise gar nicht mehr raus. Guck, da ist auch wieder so eine Platte. Ja. Ja, weiß ich nicht, wir könnten uns hier irgendwo bequem machen. Was ist das da? Ja, da liegen so Stöcker rum. Ja, das sieht schon komisch aus, wie die liegen. Guck mal, die liegen fast wie in Reihe hier. Die Stocke, Stöcker. Äste da. Wie gesagt, ich brauche irgendwas. Ja, ein bisschen Unterlage. Ne? Da würde ich sagen, gehen wir da hin. Auf diese Platte wieder, ne? Auf die hier. Lass mal den Buntspecht da vorne buntspechten. Nämlich. Und wir machen uns hier bequem. Das ist ein Gulliloch. Ah, okay. Da geht hier unten drunter auch ein Bunker. Hundertprozentig. Ja. Oder irgendwas sowas in der Art. So, kurz Pause. Mhm. Alle drei Kameras online. Auf der sind wir zu sehen. Sehr schön. Brauchst du was hier? Nein. Ich geh weg. Nicht du. Ich muss ja mal weggehen. War so ein Fliegeviech. Okay. Achso, ja, ich muss ja Fragen vorlesen. Warte mal, die Kamera will ich doch ein bisschen anders positionieren. Nicht zu weit weg, ne? Nee. Wir müssen ein Radio dann an die Kamera stellen. Das Radio? Ja, genau. Das immer Radio noch. Meine. Nee, das Radio ist laut genug, glaube ich. So, drehe ich mal den Monitor mit. Silber läuft. Sony läuft. Mhm. Alle drei Kameras online. Auf der sind wir zu sehen. Sehr schön. Brauchst du was hier? Nein. Ich geh weg. Also nicht du. Ich muss mal weggehen. War so ein Fliegeviech. Okay. Achso, ja, ich muss ja Fragen vorlesen. Warte mal, die Kamera will ich noch ein bisschen anders positionieren. Nicht zu weit weg, ne? Nee. Wir müssen ein Radio dann an die Kamera stellen. Das Radio? Ja, genau, den immer Radio noch. Meine ich. Das Radio ist laut genug, glaube ich. So, drehe ich mal den Monitor mit Schwarzsee. So, die läuft. Die nimmt auf. Die nicht. Hä? Die ist auf Standby. Wieso denn das? Ich habe da drauf gedrückt gehabt. Jetzt läuft die auch? Ja. Ah, ist das Licht scheiße? Wo kommt das Licht hier reingeflogen? Warte mal. Das ist blöd. Ja, ist egal. Es kommt halt von oben das Licht. Die Sonne, die strahlt hier rein. Na, so müsste es gehen, wa? Ja, das passt schon. So, da können wir jetzt anfangen. Brennnessel, geh mal weg hier. Ja, ist hier unten abgeknickt. Ah, aua. So, da fangen wir mal an. Ich kann mich hier nur umsetzen. Das dauert ja eine Stunde. Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir haben euch heute wieder Fragen mitgebracht von den Zuschauern. Das letzte Mal habt ihr die so schön beantwortet. Und da würden wir uns freuen, wenn das heute auch wieder klappen würde. Ja, klappt, ne?
Meine ich ja. Hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gemacht habe hier. Ich habe 06 eingegeben, das ist 04. Deswegen. Mhm. Welche deiner vielen Frauen hatte denn ja, den sechsten? Ja, ja. Leider ist es so. Die ganzen Uschis, die man hatte schon. Wo ist denn hier WhatsApp? Ach, da. So. Wir fangen oben an, ne? Ach du Scheiße. Das sind ja ein paar Fragen. Aha. Also ich habe mal durchgerechnet, zu Hause ganz grob. Es sind über 20 Fragen gesamt. Wenn ich das richtig gesehen hatte. So, und wir, würde ich sagen. Okay, ich bin mal frisch so eingesprüht, es kann losgehen. Ja, warte mal, die Kamera, die steht, die stoppt wieder ein bisschen assi hier. S-Bahn. Wie? So, sind wir wieder zusammen. Das war so lang, wa? Hi. Wir würden uns freuen, wenn ihr zu uns kommt und ein paar Fragen beantwortet, die Zuschauer an euch haben. Habt ihr da Lust drauf? Ja, irgendwo was da. Wir haben. Okay, dann legen wir mal. Oh, das ist ja blutig. Dann legen wir mal los. Wir haben ja ein bisschen was vor uns. Ja. Ich habe hier die Würfel wieder. Waren hier noch irgendwas dran drunter liegen? Nee. Warte mal. Das ist ja nass da. Naja, irgendwie so ein Tuch oder. Warte mal, vielleicht. Vielleicht können die Hit drauf nur Würfel. Das kriegt man ja abgewischt eigentlich. So, wir legen los. Kennt euch. Kennt euch? Kennst du euch? Das ist schön. Okay, kommen wir zur ersten Frage, die wir uns hier notiert haben. Die wäre von der Bianca. Und das ist eine Frage, die kommt dann nochmal. Wie geht's Tristan rüber? Könnt ihr uns beantworten, wie es dem Tristan geht? Dem Jungen? Oder vielleicht kann der Tristan selbst antworten, der Bianca. Geht's dir gut? Lippis Word fragt. Also sie sieht, also sie wird gerade total nervig, aber mir geht so viel durch den Kopf, sorry. Und wir hätten mehr Erfahrung, nee, die haben wir nicht. Deswegen fragt sie uns, sie sah, in den letzten sah sie wahrscheinlich einen Namen von ihrem Hund, den Dackel, aber nicht von der Schwester. Was?
Wollen einen die Seelen vielleicht sagen, dass auch unser Hund wieder bei ihnen ist? Kann das sein? Mhm. Also ist der Hund auch im Himmel gekommen? Ob die Tiere sind, auch wieder da sind. Home. Home. Mhm. Würde passen, ne? Würde passen, ja. Also da steht auf den Würfeln, sind home, also sind zu Hause. Also von daher gehen wir mal aus. Ja. Ja. Aber das ist ja auch so unser, wo wir sagen, dass die generell auch nach dem Himmel kommen. Genau. Ja. So, der Norbert Kühnle fragt, kann die Mutter vom Norbert ihn mal besuchen kommen? Nachts wäre eine tolle Uhrzeit. Ist das möglich? Rein. Dein. Und dein Heim. Ja. Also, das Radio hört so schlecht. Das ist ganz komisch hier mit Radio. Regine. Ja, ich hab's eben gerade schon mal gehört. Ja. Ich höre dich. Was möchtest du sagen? Was? Wer hat mich denn gerufen? Ich. Wer bist du denn? Möchtest du uns etwas sagen? Dann darfst du das gerne machen jetzt. Ich habe fast verstanden, wenn die weiterlesen. Weil wir verstehen das alles dann daheim besser. Oder möchtest du, dass ich bzw. wir dir helfen? Ja. Wir stellen jetzt mal die Fragen weiter und wir können ja nachher nochmal sprechen, wenn du möchtest. Kommen wir zu der Last-Minute-Frage von Uzi. Ihr ist das gerade noch so eingefallen. Können Tiere reinkarniert werden? Ja. Ja, kam aus dem Radio? Ja. Ja, oft habe ich sogar verstanden. Ah, okay. Da steht Uzi.
in der Mitte ziemlich. Mich, Uzi, mich, Art, Heim geht schon wieder. Tiere. Tiere, ja. Finger. Okay, das sieht so aus, als könnten. Ja. No? Und wenn ja, kommen Sie wieder als das Tier zurück, das Sie waren. Fun, Spaß. Zukunft kriegt man zusammen. Guck mal. Ja. Zukunft. Ja, sogar ohne doppelt sogar. Also hier doch das U muss man. Ne, sind zwei U's. Zukunft. Katze. Ja, das müsste man wissen, hat ja die Uzi eine Katze. Fest. Also wie die Feier, das ja, heißt. Fest, Fun. Fun ist ja auch ein, ne? Ich denke mal, es kommt halt darauf an, was die Seele sich aussucht, ne? Ja. Als was es wiederkommt. Vermutlich. Also Radio ist halt schlecht. Das ist komisch, wenn man den in die Hand nimmt, ist er besser, ne? Obwohl, jetzt ist auch scheiße. Da kriegst du ja dieses Wellen, was wir das letzte Mal hier schon hatten. Jetzt. Vielleicht irgendwelche Stördinger hier in den Bunkern eingebaut, oder? Kann sein, man weiß es nicht. Eigentlich könnte man es ausmachen. Machen wir nur Würfel heute. Ja, nur Würfel ist auch blöd. Das kommt nichts. Machen wir mal kurz aus. Also Radio ist heute ver. Ja, und jetzt ist aber wieder dieses Wellen. Dieses. Es geht. Naja, muss ich vielleicht in der Hand halten. Oder bei mir hier auf den Schoß legen. Also die Vega Taunus, oh, das ist diese ewig lange Frage. Fühlen sich die, ja, wie soll ich denn das formulieren? Also als erstes mal, was sagen denn die Naturgeister, Naturenergien dazu, dass manche Menschen aus Habgier ihnen die Natur im Prinzip so kaputt machen? Was sagt ihr dazu? Uhu. Zug? Heikel. Ja, heikel ist es auf jeden Fall. Das kam jetzt aus dem Radio. Mhm.
Gut, vielleicht sieht man noch was, wenn man dann drüber guckt wieder. War noch was? Wird die, ich frage mal anders, wird die Menschheit irgendwann bereit sein, sich mit der Natur zu einigen und ja, die nicht mehr so kaputt zu machen? Also werden wir im Einklang, wird die Menschheit irgendwann im Einklang mit der Natur da sein? Ich glaube, das ist so die Grundfrage. Da kommt ein Nein. Das wäre jetzt auch meine Gefühl gewesen. Okay, ja gut, dann kann man das so stehen lassen. Als ob alle Menschen sich da so im Griff hätten. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Das war's, oder was? Ja. So, da kommen wir zur nächsten Frage vom Thomas Röhre. Und ihn würde interessieren, ob sein Nachbar, der Kurt, da war. Kurz. Ja. Hä? Ja, ja. Und kurz. Okay. Also die Würfel sagen kurz und aus dem Radio kam gerade ein Ja. Er war wahrscheinlich mal kurz bei dir. Ja. Und kurz, da muss man wieder dazu sagen, kurz ist dort eine Auslegungssache. Ne? Da gibt es, glaube ich, keine Zeiten. Also was für die kurz ist, könnten für uns ja Tage sein. Genau. Das muss man mal auch an der Stelle erwähnen. Ja. Dann kommen wir noch zu einer Frage von der Bianca. In welcher Zwischenwelt ist mein Onkel Max jetzt und wie geht es ihm? Und ob er weiß, dass sie ihn vermisst. Da sehe ich direkt mal Tara. Tara Norm. Ma, da müsste man wieder den Joker nehmen. Als L, dann würde Paranormal kommen. Also wenn man hier Buchstaben doppelt nimmt, würde Paranormal kommen. Spirit geht nicht. Dual würde aber gehen. Ja. Nach was hast du denn jetzt eigentlich gefragt? Nach welcher auf Welt? Auf welcher Ebene er ist. Auf der Dual-Ebene dann wahrscheinlich. Bergauf. Bergauf, habe ich auch gerade verstanden. Bergauf. Ja. Es geht bergauf. Es geht wahrscheinlich mit ihm bergauf. Genau. Und? Und wie geht's dem Onkel Max? Schön kam jetzt aus dem Radio, glaube ich. Also so viel ist hier gar nicht. Zu Gast hat man nicht aus dem Radio. Onkel Max von der Bianca, wie geht's dir? Kannst du das mal kurz über das Radio sagen, bitte? Zu Hause, ja. Gut, kam jetzt, glaube ich, als letztes. Okay. Ja, Onkel Max, weißt du, dass die Bianca dich vermisst? Ja. Es kam auch gerade du und ich. Und die Würfel sagen ja. Okay. Der Michael Haas möchte wissen, wissen die Seelen, ob ich in meiner jetzigen Welt einen besonderen Mensch treffen werde? Jetzt bin ich gespannt. Ach, die Scheiße.
gern. Wegen. Jene. Kenne. Ja. Also dazu muss ich mal sagen, aus persönlicher Sicht, irgendwie ist jeder Mensch besonders. Auf seine Art und Weise. Also du wirst noch ganz viele besondere Menschen treffen. Ja. Denke ich mal, ne? Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Daniela Schröder. Ihre Frage wäre, ob ihre Mutter ihr böse ist, dass sie sich nicht mehr wirklich verabschieden konnte. Nein. Nein, da kommt direkt ein Nein auf den Würfeln. Also, Daniela, sie ist dir nicht böse. Kann? Nein. Und? Und, ob sie glücklich ist, die Mutter von der Daniela, da wo sie jetzt ist. Bleibt, kam jetzt aus dem Radio. Ist? Ist Gott. G-O-T. Was ist denn das? Gott? Get, Gott, Gott. Get, Gott, Gott. It's going, ist gegangen. It's going, guck mal, going. It's going, ist gegangen. Ist gegangen, es geht. Übersetzt. Also gehen geht, also es geht ihr wahrscheinlich gut. Genau. So, die Radojka. Also ihre letzte Frage wurde erstmal für sie beantwortet, schreibt sie. Und die nächste Frage. Haben wir so eine Art Ablaufdatum, an dem man nichts mehr verändern kann, vorbestimmt von einer höheren Macht, Quelle, Universum, wie auch immer. Also im Prinzip ist die Frage, ist hier alles vorbestimmt? Heilig. Frage. Hm. Eine heilige Frage. Das ist eine heilige Vielleicht Frage. Vielleicht wieder was, wo nicht so beantwortet wird. Aber da können wir wieder von uns ausgehen, was wir schon gehört haben und wissen, ja, es ist ziemlich alles vorbestimmt. Also unsere Meinung. Also es ist, wie gesagt, wir geben ja auch immer nur unsere Meinung wieder. Ja. Die muss nicht stimmen. Das solltet ihr auch wissen. Ne? Was wir sagen, ist unsere Meinung, unsere Ansicht. Mit der müsst ihr nicht konform gehen. Ihr sollt uns das auch nicht glauben. Forscht selber nach. Überprüft auch immer alles selber. Ja. Genau. Sofern es geht. Kommen wir zum Dominik Brickau. So, erstmal bedankt er sich auch bei euch Seelchen für das letzte Mal für die Antworten. Sohn oder Lump, genau das war das mit dem Lump, weil er die Knöpfe abgeschnitten hat. Die erste Frage wäre, soll der Dominik sich impfen lassen? Nicht, ist
nicht eindeutig, ne? Okay, fangen wir andersrum. Soll der Dominik sich nicht impfen lassen? Gibt es keine Antwort. Leib. Dein Leib. Dein Leib. Aber als Antwort von den Würfeln kommt dein Leib, also es ist dein Körper. Ja, am Ende musst du es wieder selber entscheiden. Ja. Also so verstehe ich das jetzt. Es ist dein Leib, es ist dein Körper. Das ist dein Fahrzeug durch die irdische Welt. Wenn man sein Fahrzeug kaputt machen möchte, ja, kommt man nicht weit. Also wir haben dazu eine eigene Meinung zu dem Thema. Impfen möchten wir hier nicht kundgeben. Wir sagen, muss jeder für sich entscheiden. Die zweite Frage von Dominik wäre noch, welche Fähigkeit wurde ihm mitgegeben? In Klammern, Karten legen, Helden sehen oder. Domi? Domi, ne? Ja, es ist voll. Ja, das Problem ist, dass wir, glaube ich, nicht direkt auf dem Präsentierteller serviert bekommen und denen gesagt, ja, du kannst hell sehen. Mach's einfach mal. Mhm. Ich glaube, das wäre zu einfach. Dafür sind wir nicht hier auf die Erde gekommen. Wir wollen ja hier Prüfungen bestehen und lernen und uns immer wieder beweisen und größer werden, stärker werden. Heißt, vielleicht bist du auf dem richtigen Weg. Ja, und wenn du da schon irgendwas entdeckt hast, dass du irgendwas kannst oder dass du irgendein Gefühl hast, Dominik, dann probier es einfach. Versuch es zu festigen, versuch damit zu arbeiten, versuch das irgendwie auszubauen. Du wirst bestimmt auch Leute finden, Internet ist groß, die Welt ist groß, die dir da vielleicht sachdienliche Hinweise geben können, wie man das, angenommen du kannst so eine Art hell sehen, da gibt es bestimmt auch Menschen, die dir da helfen können, wie du diese Fähigkeit ausbauen kannst, erweitern kannst und so weiter. Das würden wir dir jetzt persönlich mal mitgeben. Ja. Ja, also, ja. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar ist das die Pia. Und die Pia Bertram möchte wissen, war das ein langer Text? Erstmal ganz liebe Herzensgrüße und so weiter. Also sie würde auch interessieren, wie es den Tristan geht. Hallo. Wer war das jetzt nochmal? Die Pia. Aber man spricht Tristan an, das Radio ist ruhig. Vielleicht sowas wie Tristan gehört auf dem Radio. Gott. Also Gott. Gut. Nee, nicht gut. Gott. Gott. Zum Beispiel gut bräuchte man zwei Ruhe. Ja. Aber Home geht wieder heim. Ja. Guck mal, Home. Er ist vielleicht wirklich zu Hause. Ja, der ist vielleicht wirklich zu Hause. Und wenn er zu Hause ist, wo geht es einem immer gut? Zu Hause. Also ich würde das jetzt so interpretieren wollen. So. Dann hätte sie noch eine Frage. Noch, nee. Sie hätte noch zwei persönliche Fragen. Das geht gar nicht. Doch, machen wir. Die erste wäre, ich bin nicht gesund und durfte jetzt aber nach über 40 Jahren zu meiner leiblichen Schwester wieder Kontakt finden. Ich wurde ausgesetzt und wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Darf ich noch genug Zeit mit ihr verbringen?
um noch gemeinsam vieles zu erleben. Das musste ich vorlesen, sonst hätte es niemand verstanden. Die andere Seite, was gerade gehört. Radio. Leg los. Scheiße, da fehlt ein T. Sonst würde vereint kommen. Aber Vereine geht. Also sich vereinigen, ja, sozusagen. Eins geht. Eins, also man ist eins. Ja. Okay, da musst du auch selber noch mal drauf gucken auf die Würfel. Das zählt übrigens für alle. Ja. Okay, ihr werdet wahrscheinlich, ihr habt noch, nehmt euch die Zeit. Die zweite Frage. Wird das, was ich und meine Tochter für nächstes Jahr zum Sommer im Auge haben, beziehungsweise geplant, klappen? Es wäre unser Herzenswunsch. Like, Daumen hoch, like. Also es scheint zu klappen. Ja. Ein Like ist ein Daumen hoch, ist was Positives. Wir gehen davon aus, dass das klappt. Und mach es einfach. Ja. Lass dich nie von irgendjemand anders einlullen, wenn du das machen möchtest. Einfach machen. Ja. Okay. Uzi, schon wieder. Wir machen jetzt erstmal kurz Pause. Mach mal Pause. Merk dir mal, wo du warst. Ich bin bei Uzi, schon wieder. Wir machen Pause. Okay, Pause. Pause. Oh Mann. Ja, alte Menschen, ne? Ja. So. Okay. Es geht weiter. Wir starten das Radio erneut. Wollen wir die Pause drinnen lassen oder rausschneiden? Ach, können wir noch überlegen dann. Überlegen wir noch. So, das sind wir wieder. Mit der Uzi wollten wir weitermachen. Ja, ja. Das hat sich ja aber gerade... Irgendwie bin ich hier auf den Knopf gekommen. Dann bin ich ganz runtergerutscht. Da. Okay. Seid ihr noch da? Ich weiß es nicht. Könnt ihr noch über das Radio antworten? Ja, das war ein Ja. Ja, okay. Okay, dann machen wir weiter, ja? Okay. Wir waren bei der Uzi stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter. Sie hofft, dass die Frage erlaubt ist. Ich denke ja. Sie möchte euch fragen, ob diejenigen, die der Menschheit seit einiger Zeit so böse gesonnen sind und mitspielen, ob diese Menschen auch bald ihre gerechte Strafe bekommen. Ein I nur. Das noch mal. Alle kam es vor, alle. Ja, kam jetzt. Did it? Gott. Oder Gott wird
wieder genannt, ja. Also irgendwann wird schon Gerechtigkeit. Vielleicht nicht zu Lebzeiten. Genau. Ja. Abschied? So, der Max hat 2 Fragen. Könnt ihr euch immer alles merken, was sie sich für einen bestimmten Zeitraum vorgenommen haben? Kann, kam jetzt ja auf dem Radio direkt, kann. Nicht ein Konsonant bei, ja. Vokal. I-O-O-O-O. Die Frage ist, für einen bestimmten Zeitraum ist ja schon wieder fragwürdig, weil... Wie lang ist der Zeitraum? Ja, und es ist ja, die Zeit existiert ja da in der Art und Weise nicht, ne? Na, frag mal, ob die sich alles merken können, was die gemacht haben und so. K.A., keine Ahnung. Ja. Das wissen sie wahrscheinlich. Vielleicht ist es da auch mal so und mal so. Ja. Manche können sich was alles gut merken. Und eigentlich gibt es ja diesen Gedankenpool, also diesen Seelenpool, wo alle Informationen drin liegen. Und ich glaube, da haben die Zugriff drauf. Heißt, die müssen sich gar nicht merken. Ja, die müssen sich eigentlich, die können es abrufen, wenn sie es brauchen, so wie wir Google haben. Ja, ja. Also, ist unser Verdacht. Zweite Frage. Oder müsst ihr euch das etwa so in der Art wie notieren, was ihr früher gemacht habt? Das wäre dann sozusagen die Gegenfrage, die ich gerade schon beantwortet habe im Prinzip. Nie. Nie. Eine Reihe ins Reise. Da gibt es keine, ja. Max, da gibt es diesmal keine konkrete Antwort. Nicht wirklich, ne? Nee, also ich kann damit nichts anfangen, ganz ehrlich nicht. Also muss man ja mal so sagen, wenn es so ist, ne? Ja. Okay. Könnt ihr beim nächsten Mal vielleicht nochmal stellen, vielleicht ein bisschen abgeändert. Ja. Genau. So, da kommen wir zu Annette Göbel. Ich lese vor. Sie hat eine Frage, und zwar habe ich das Gefühl, dass die Frau, die vor mir in meiner Wohnung gelebt hat, hier immer noch vorbeischaut. Ich habe die bezaubernde alte Dame noch kennenlernen dürfen. Sie ist aber vor etwa 10 Jahren im Heim verstorben. Ich habe ja die Routen jetzt auch, also die, ne, hier, und die bestätigen mir eigentlich, dass sie hier ist. Ich hätte die Bestätigung auch gern von den Seelchen, am liebsten mit Namen. Könntet ihr sie fragen? Ich danke schon mal. Also kann die Frau, die bei der Annette Göbel ist, mal hier ihren Namen sagen? Jetzt kam irgendwas auf dem Radio, ich hab's nicht verstanden. Lena. Ja. Auf dem Radio kam ziemlich dicht nach der Fragestellung irgendwas. Ellen? Nee, Ellen geht nicht. Helen? Helena.
Okay, es gehen ein paar Namen auf den Würfeln. Annette, gucke da bitte selber nochmal drüber, vielleicht entdeckst du den Namen. Genau. Und hör auch genau hin, vielleicht kam es sogar aus dem Radio. Ja. Also wir hören ja auch nicht immer alles, ne? Genau. Und die Elke, jetzt kommen wir zur Elke Krone. Sie hat 1, 2, 3 Fragen. Drei Fragen. Okay, erste Frage. Ich habe einen Bruder, Wolfgang, genannt Wolle oder Wolli. Der ist mit 18 Jahren von zu Hause rausgeflogen. 10 Jahre später war er kurzweilig wieder da. Nach einer Weile ist er dann wieder weg und nun seit über 20 Jahren verschollen. Können mir die Seelchen sagen, ob er noch in dieser unserer Welt ist? Also ist er noch in unserer Welt? Sagen können sie es ja. 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 Ja, also die Würfel sagen ja. Also die Abkürzung von Russland. RU. RU? RU oder RUS? Ja, in RUS. In Russland? Vielleicht ist er in Russland. Könnte sein. Ja, Internetadresse von Russland ist RU und so sagt man eigentlich RUS. Russ. Ja. Hm. Man weiß es nicht genau. Also er ist auf jeden Fall noch auf dieser Welt, so wie die Antwort kommt. Genau. Da kommen wir auch direkt zu deiner zweiten Frage. Wenn ja, das Ja kam ja, werden sie ihn wiedersehen? Ja, ich sehe schon ein Ja auf den Würfeln. Auf dem Radio kam gerade sowas wie ich glaube. Ja, du. Ja, du wirst ihn vielleicht wiedersehen, ne? Genau. Also er wird ihn wiedersehen. Kommen wir zur dritten Frage. Kommt er dann nur wegen dem Erbe? Einmal. Also einmal, ich habe Heimat verstanden. Ach so. Aber okay. Müssen wir gucken dann. Ja. Ne? Hier ist gar kein Vokal bei. Doch, ein I. Vielleicht kann ich. Vielleicht ja kann ich auf dem Radio. Also vielleicht ja, habe ich jetzt ziemlich deutlich verstanden. Kam aus dem Radio, vielleicht kommt er tatsächlich nur wegen dem Erbe, aber da ist ein Vielleicht davor. Ja. Also es muss nicht unbedingt. Wenn es denn so ist, nur deswegen sein, ja. Also hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen Klarheit bringen konnten über die Seelchen. Also, ich mache die Frage noch mal kurz, und zwar von der Lina. Ist im Prinzip auch Beipackzettel, ihr wisst, um was es geht. Das ist ein sehr langer Text, möchte ich jetzt nicht alles vorlesen. Und zwar fragt die Lina eine Frage, die den Dominik Brekow auch interessiert. Da hat mal, für Dominik hat man die Frage schon gestellt, impfen ja oder nein? Jetzt, also, warte mal. Und zwar gegen Corona. Impfen ja oder nein, also eingrenzen. Kein, steht da schon mal, kein. RNA, kein RNA. Das sind ja RNA-Impfstoffe.
Ja, ja, vielleicht hat es schon jetzt geholfen, aber... Und hier kommt N-I nicht. Ja. Nicht. Nicht R-N-A. Also nach den Würfeln, Radio habe ich jetzt nicht aufgepasst. Nicht sagen die Seelchen nein, nicht machen. Aber das haben sie uns in der einen Episode auch schon gesagt. Selber. So, kommen wir nochmal zur Natalie, zu Lippis World. Das muss ich mir mal schnell durchlesen hier. Und zwar hat mein Papa, der Willi Stadler, meine Mama, die Helga, abgeholt. Yes. 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 Ja. Wie hieß er? Warte mal, ich muss mal schnell gucken, wie der Vater hieß. Willi. Yes, he, du. Yes. Hi, du, was heißt das? He, du. Er hat es gemacht. Ja, er hat es gemacht. Siehste? Er hat es gemacht. Radio ist still. Wollte, es kommt noch eine Frage von ihr. Wollte Mama uns bewusst nicht mehr sehen, weil der Abschied zu schmerzhaft gewesen wäre? Yes. Das ist wieder ein Yes, also der Joker über den Joker. Hallo? Radio? Kommt gar nichts mehr. Total tot. Also das Radio scannt sich schön ab. Kommt gar nichts mehr. Jetzt kam was. Ist noch jemand da? Könnt ihr heute nicht gut antworten über das Radio? Dafür sind die Würfel ziemlich eindeutig heute. Gut, okay, wenn es so ist, dann können wir es nicht ändern, ne? Ja. Ja, wir lassen es trotzdem an, vielleicht schafft das ja, ne? Noch eine Frage. Von Lippis World, von der Natalie. Sind meine Schwestern Albert? Sind meine Geschwister vermutlich. Sind meine Geschwister vermutlich jetzt mal. Trixi und Albert jetzt auch bei Ihnen. Ja. Ja. Und yes geht auch. Yes. Mhm. Yes und ja geht. Mit. Zu ihr mit. Kam jetzt aus dem Radio. Mhm. Also, Natalie, da kannst du, glaube ich, beruhigt sein. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Ja. Ach so, das war jetzt bloß, das war ja gar keine Frage. Ach doch. Genau, ob der Vater von der Lina noch da ist, ja, bei ihnen ist. Genau. Und ob er den Streit verziehen hat. Hat er. Hat er. Ich habe zuletzt gefragt, ob er den Streit verziehen hat. Ja. Also das ist, den Streit hat er verziehen. Okay, müssen wir was anderes noch fragen? Ist der Vater bei uns? Kalt, kam jetzt gerade aus dem Radio. Da. Da, ja.
sehen. Mhm. Genau, hat er seinen, hat er Linas Bruder, Tochter und seine Eltern gefunden? Das war jetzt, glaube ich, ein Jahr. Mhm. Würfel, SSS, RRR. Mhm. Noch ein R. 3S, 3R. Okay. Gut, müssen wir dann aufs Radio hören, du auch? Kleines Kind will ja noch eine Botschaft loswerden. Ist tot. Genau, ob er glücklich ist. Mhm. Ist er jetzt glücklich da, wo er ist? Ja, ja. Kam aus dem Radio direkt, ganz ja. Ganz deutlich, genau. Und dann? Kam noch ein Jahr. Kleines Kind gewesen, bin immer wieder genannt. Und wie hat er die Lina immer genannt, wie sie noch Kind war? Da muss die Lina jetzt alleine gucken. Das wissen wir nicht. Genau. So, da sind wir hier durch, ne? Mhm. Jetzt kommen wir zur Ulrike Herberts. Hier ist meine Frage Nummer 1. Ist mein Mann Karl Siegfried noch bei mir und wacht er über mich? Also die Fragen müssen wir auseinandernehmen. Ist er noch bei ihr? Da ist ein Ja. Ja. Ist er. Genau. Und wacht er über sie. Und wacht er über sie, genau. Angel. Ja, Schutzengel vielleicht. Ja. Also da kommt Angel auf den Würfeln. Also ist er auf jeden Fall da und passt ein bisschen auf, ja. Ja. Jetzt willst du noch wissen, Frage 2, ob er weiß, dass ich ihn gehört habe, als er sich im Wohnzimmer laut geräuspert hat. Zum Missfallen, weil ich nachts die Terrassentür weit offen stehen lassen hatte. Das möchte mein Mann nicht, wegen der Gefahren der Einbrecher. Also weiß der Mann, ob sie ihn gehört hat. Genau, als er sich geräuspert hat. Ja. Ja. Das ist ja ohne Joker sogar. Ja, Zeit, gut. Ja. Dann geht einiges. Hm? Zeige, ja. Da geht einiges. Bitte guck da wirklich selber nochmal drauf und drüber. Wenn man den Joker zweimal mitverwendet, würde sogar Tür zugehen. Tatsache. Das Ü halt mit UE. Ja. Ne? Tür. Also ich kann es ja mal hinlegen. Ich meine so. Da war das Tür. Und Das hast du verdreht. Da, hier war es. Hier, das hast du verdreht. Ach so, okay. Tür zu. Ja, das, so kann man es ja legen. Ja, ne? Man kann ja einige Buchstaben doppelt verwenden, wenn das jetzt schon so. Interessant, ne? Also die Tür zu, das würde ja zu der Balkontür das passen. Würde ne? Jetzt perfekt oder passen, Terrassentür. Ja. Ja. Und dann wäre hier noch das Ja. Also er hat es mitgekriegt, dass, ne? Also, dass er sich geräuspert hast, dass du das gehört hattest.
weil dann ist er hier noch genau. Ja, Tür wenn zu. Wenn er als Schutzengel ja. dient, dann will er natürlich, dass du dich auch schützt und möchte, dass du die Tür zumachst. So sieht's aus. Und da, ich sag, heute sind die Würfel besser als das Radio. Mhm. Radio müssen wir hören, ob da was kam. Ja, ist schlecht heute Radio. Jetzt kommt noch eine Frage oder zwei von der Alexandra und dann ist fertig. Genau. Die Alexandra möchte wissen, wer bei ihr ab und zu Besuch ist und warum sie ihn so gut sehen kann. Wer ist bei der Alexandra ab und zu Besuch? Jeder. Jeder. Vielleicht sind sogar verschiedene. Ja. Also mehrere. Jeder. Okay, vielleicht fällt der Alexandra Name auf, wo ihr was sagt. Genau. Und die warum sie denjenigen so gut sehen kann. Warum kann die Alexandra denjenigen so gut sehen? Ich hab's Radio in der Hand, das geht nicht. Könnt ihr bitte mal was sagen über das Radio? Danke. Ah, ich schläft mein Bein ein. Ah, ich muss mich hinstellen. Ah, scheiße. Ah, muss ich machen. Könnt ihr sagen, warum Alexandra denjenigen so gut sehen kann? Oder sagt mal bitte, warum das so ist. Moni? Moni, ja. Dort liegt übrigens, dort bei den Buchstaben liegt Urne. Okay. Vielleicht hat die Alexandra irgendwo eine Urne im Haus, dass derjenige, der schlecht ist. Ich weiß es nicht. Nena geht auch. Robert. Ja, habe ich auch gehört. Vielleicht irgendjemand, wo wieder mit Robert in Verbindung steht. Ja. Vielleicht Robert Mama oder so. Hinter der Couch. Ey, das ja, wir hören da noch mal rauf. So und wenn nicht, müssen wir halt noch mal eine Frage stellen oder die Frage noch mal anders stellen, wie bei den anderen auch. Manchmal dauert es halt eine Weile, bis man was rauskriegt. Ja. Ne? Und ob sie der Person helfen kann. Kommt noch. Oh, ich muss ein Stück laufen. Kann Alexandra dem oder derjenigen helfen? Ein halbes Nein, ein halbes Ja. Nein, kam jetzt aus dem Radio, würde ich sagen. Es würde, leider fehlt das Haar. Ansonsten würde nur Besuch gehen. Mhm. Logisch. Nur Besuch. Das könnte ja auch trotzdem sein. No, das ja. Wird zu Besuch. Okay, dann sind wir durch für heute. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns geantwortet habt, über die Würfel und auch mit dem Radio probiert habt. Es ist halt wirklich manchmal nicht so einfach und wir danken euch trotzdem, dass ihr euch Mühe gegeben habt. Bis bald! Ciao, ciao! Oh, mach Silber, mach ich aus. Oh, es ist schön nass jetzt hier. Ja, ja. So, da hoffen wir wieder,
dass wir, mein Fuß ist eingeschlafen, das krabbelt wie Sau, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen wieder ein bisschen helfen konnten, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Apropos Licht ins Dunkel bringen, es wird gerade wieder hell. Die Sonne kommt wieder raus. Wenn nicht, stellt die Fragen nochmal anders. Was ich noch anmerken muss, bitte schreibt keine, wenn ihr Fragen stellt, bitte keine 3 Kilometer Texte. Versucht die Fragen kurz zu halten, dass wir... es ist zu viel zum Lesen. Genau, wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und auch Texte, wo ihr Ideen habt oder was erzählt. Das lesen wir uns echt gerne durch. Aber wenn es um die Fragen geht, dann schreibt die Fragen vielleicht oben drüber als erstes mal nur und, die Frage. Und dann für uns die Erklärung, dann, um was es geht. Genau. Weil wir lesen uns das ja auf jeden Fall durch. Aber wenn die Frage im Text so irgendwo mit drinne steht, das ist blöd, dann schreibt uns einen Text und dann nochmal drunter, erste Frage, so und so, zweite Frage, genau. Die und die. Da kommen wir damit besser klar. Ja, also das würde ich mal gerne, also das wäre schön, wenn ihr das so macht. Das ist für uns einfacher. Genau. Ja, ansonsten Daumen da lassen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. Wir sind jetzt... am Zusammenpacken. War schon wieder Stau auf der Autobahn. Wir suchen uns jetzt wieder einen anderen Weg. Ja. Wir fahren jetzt nach Hause. Intro wird irgendwann, habt ihr schon, ach, vergiss es, habt ihr alles schon gesehen. Das habe ich ja schon fertig. Ja, die Bälle haben nicht funktioniert heute, ne? Nee. Radio war heute wirklich schlecht. Mal gucken. Ihr habt es jetzt dann wieder gesehen. Werden wir sehen, ob da überhaupt was rumkam. Ansonsten verabschieden wir uns jetzt. Genau. Gina sagt, bye-bye. Macht's gut, ihr Lieben. Du solltest bye-bye sagen. Nö, mach ich jetzt nicht. Bis denne, Freunde. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, liken, teilen, ihr wisst Bescheid. Bye.